So, das kennen wir ja. Immer in Bewegung bleiben, immer in Bewegung bleiben. Fuck you. Fuck, jetzt ist es vorbei. Ja, jetzt ist es vorbei. Ja! Ja, 3% Lebensenergie. Wir werden bereit sein für sie.
Oh, mit 3% noch geschafft. Junge. Impulsantrieb hat volle Energie, Captain. Bleiben Sie dran, Mr. Paris. Die Forge wurde zerstört. Wir haben es geschafft. Was ist mit den anderen Schiffen? Einige haben es herausgeschafft. Captain, ich empfange eine Nachricht von den Ätherianern. Sie danken uns für unsere Hilfe und setzen nun Kurs auf ihre neue Heimat. Captain, ich habe neue Angaben über unsere Position. Wir sind immer noch im Delta-Quadranten, aber wir sind über 200 Lichtjahre näher am Alpha-Quadranten. Also haben wir ein paar Monate eingespart. Nicht schlecht. Bringen Sie uns wieder auf Kurs nach Hause, Mr. Paris. Offenbar hat Ihr Plan funktioniert, Fenrich. Ja, ich gratuliere, Monroe. Das war gute Arbeit. Ihre Leistung war recht zufriedenstellend. Sie scheinen verletzt zu sein. Sie sollten sich auf der Krankenstation melden. Ja, Sir. Epilog. Alex? Telsia, hi. Ein Penny für Ihre Gedanken. Was ist ein Penny? Ich weiß nicht. Es ist nur eine alte Redensart, die ich einmal von Paris gehört habe. Das war eine schöne Andacht. The Beastmen und die anderen. Ja, für eine Beerdigung. Sie konnten ihnen nicht helfen, das wissen Sie doch. Sie haben ihr Bestes gegeben. Die anderen kannten das Risiko, es waren Profis. Ich weiß, aber als Sie auf dem ätherianischen Schiff verschwanden, habe ich mir dasselbe gesagt. Dadurch habe ich mich jedoch auch nicht besser gefühlt. Sie können sie nicht wieder lebendig machen. Sie dürfen nicht in der Vergangenheit leben. Sehen Sie in die Zukunft. Ihre Zukunft wird strahlen. So, wirklich? Aber sicher, vertrauen Sie mir. Ist das hier eine Privatfeier oder können wir mitmachen? Wie geht es Ihnen, Monroe? So gut wie zu erwarten, nehme ich an. Lieutenant Monroe? Das neue Abzeichen steht Ihnen gut, Lieutenant. Danke, Sir. Wir haben uns am Ende ziemliche Sorgen gemacht. Mr. Monroe hat seine Befehle missachtet und das Fluchtshuttle nicht bestiegen. Es tut mir leid, Sir. Ich hatte noch etwas zu erledigen. Das wissen wir, Lieutenant. Wir alle haben die fremdartigen Visionen gesehen. Sie haben getan, was sie tun mussten. Es war lobenswert. Sie waren bereit, sich für das Ganze zu opfern. Sie und Ihr Team haben wirklich gute Arbeit geleistet. Das Hesser-Team hat sich als wertvoller erwiesen, als wir erwartet hatten. Die Sternflotte könnte ihre Idee vielleicht aufgreifen, wenn wir wieder daheim sind, Tuvok. Ich danke Ihnen, Captain. Doch ich denke, der Erfolg des Teams ist eher Mr. Monroe zuzuschreiben. Es hat einige Zeit gekostet und ein beachtliches Maß an Anstrengung. Aber Sie haben sich als der herausragende Offizier und geborene Anführer erwiesen, für den ich Sie schon immer gehalten habe. Danke, Sir. Ich dachte, Sie würden meine Entscheidung für zu impulsiv halten. Manchmal, Lieutenant, ist Instinkt besser als das, was Logik und die allgemeine Verfahrensweise vorschreiben. Um ein guter Anführer zu sein, muss man beides besitzen. Deshalb habe ich Sie damals gewählt. Ja, Sir, ich verstehe. Nein, Tuvok, höre ich da einen gewissen Stolz? Aber, Captain, es gibt doch sicher keinen Anlass, mich zu beleidigen. Das war gut. Ja, und das war's also mit Star Trek Voyager Elite Force. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und natürlich gibt es auch Star Trek Voyager. Nee, so heißt es ja gar nicht. Es heißt Star Trek. Star Trek Elite Force 2, so heißt das Spiel. Ja, und die Schauspieler sind auch die Originalen. Die Schauspieler von der richtigen Serie haben auch hier mitgespielt, also haben die Stimme geliehen. Ja, und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann bewertet es euch doch bitte. Nee, kein deutscher Satz gehabt. Dann bewertet es doch bitte, so wollte ich sagen. Ja, und dann lasse ich euch jetzt mal hier noch alleine. Und wie gesagt, Star Trek Elite Force 2 kommt dann in den nächsten Wochen, ein, zwei Wochen, geht es dann los. Und sage ich, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute.